ich davon aus, dass wir alle hier in der Runde einen gewissen nutzerzentrierten Ansatz haben. Und das Thema Entscheidung habe ich mit auf die Agenda gepackt, weil ich glaube, dass es da so zwei, drei Themenbereiche gibt, die aus meiner Sicht im Alltag noch viel zu unterrepräsentiert sind. Ich glaube daran, dass wir mit UX-Design und dem Fokus auf intrinsische Nutzerentscheidungen wirklich die Grundlage haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn wir uns anschauen, dass Menschen ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen, abzüglich 8 Stunden Schlaf, dann entspricht das rund ungefähr 3 Sekunden. Alle einer Entscheidung ist alle 3 Sekunden. Und nicht selten treffen wir nicht immer die besten Entscheidungen für uns selbst. Durch die Corona-Pandemie ist die Bildschirmzeit eines Menschen auf durchschnittlich 10 Stunden pro Tag gestiegen. Ich glaube, man bekommt eine Idee davon, wie viele unserer Entscheidungen pro Tag digital beeinflusst werden. Ich glaube, dass wenn man die richtigen Methoden für die richtigen Probleme nutzt, dann kann man Nutzer auf nie dagewesene Art und Weise zu Entscheidungen motivieren, sogar zu Entscheidungen, die sie vielleicht per se gar nicht treffen würden. Wir sprechen über Methoden wie Neurodesign, Motivationsdesign, Nudges, Gamification. Und die Entscheidung, mit der ich morgens als erstes beginne, oder zumindest eine lange Zeit war das die erste Entscheidung, mit der ich morgens meinen Tag begann, war die Entscheidung der Snooze-Taste. Mit offensichtlichen Folgen. Immer wieder habe ich die Snooze-Taste genutzt und mein Schlafrhythmus hat sich verändert, meine Tiefschlafphasen haben sich verändert. Und irgendwann hat mein Gehirn verstanden, keine Sorge, du brauchst noch nicht aufstehen. Du kannst ruhig so weitermachen, du kannst ruhig liegen bleiben und irgendwie hat sich mein kompletter Alltag verändert. Und offensichtlich ist es eigentlich überhaupt kein Geheimnis, dass die Benutzung der Snooze-Taste langfristige gesundheitliche Schäden mit sich bringen kann. Der Snooze-Button lädt mich eigentlich ein, gedrückt zu werden. Aber es ist ja trotzdem irgendwie besser als verschlafen, oder? Die tatsächliche Frage, die ich mir stelle, ist: Bin ich im Halbschlaf morgens um 6 Uhr eigentlich in der besten Situation, die Entscheidung zu treffen, die Snooze-Taste zu drücken? Ich habe für mich entschieden, ich bin das nicht. Und ich glaube, wenn nur jeder Dritte von uns auf eine ähnliche Weise vom Snooze-Tasten beeinflusst wird, wie ich es wurde, dann haben wir ganz schnell eine müde Gesellschaft. Also warum ist der Snooze-Button so gestaltet, wie er gestaltet ist? Denn die Schlummerfunktion fällt für mich in die Kategorie gewohnheitsprägende Technologien. Aus meiner Sicht ein Stück weit die Königsdisziplin. Warum bekomme ich nicht am Abend vorher einen Hinweis, die Benutzung der Snooze-Funktion kann deine Schlafgewohnheiten beeinflussen? Weiß ich nicht. Genauso wenig verstehe ich, warum ich immer noch so viele Websites jeden Tag oder warum ich jeden Tag immer noch so viele Websites nötigen, ihre Cookie-Bedingungen einzuwilligen. Ich verstehe das aus der Perspektive des Unternehmens, aber ich verstehe es nicht wirklich aus Sicht des Nutzers. Warum ist es für mich als Nutzer wichtig, diesen Button zu drücken? Besseres Nutzererlebnis? Ja, kann ich nicht sofort nachvollziehen. Ich fand besonders schön ein Beispiel des Berliner Digitalbüros. Es hat einen Artikel veröffentlicht über die Zustimmungsraten zu Cookies. Und die haben so ein bisschen in dem Artikel erklärt, wie man coole Cookie-Banner designen kann. Und haben sich dementsprechend aus ein paar Vorlagen rausgesucht. Und unter anderem ein Beispiel, das sie kommentiert haben, mit dem Zitat: Weiterhin vorteilhaft, der Button zum Ablehnen aller Cookies erscheint erst in den Cookie-Einstellungen. Dies ist durchaus gängige Praxis, birgt aber zumindest ein gewisses rechtliches Risiko mit sich. Wie oft gilt es auch hier abzuwägen zwischen dem Nutzen, in Klammern Daten, und dem potenziellen rechtlichen Risiko, in Klammern Abmahnung oder Strafe. Das finde ich schon relativ cool, dass auf einer Digitalagentur mit solchen Strategien geworben wird, weil ich für mich tatsächlich mich frage, wo ist da der Nutzen eigentlich für den Nutzer? Aber das sind eben keine seltenen Strategien. Ich glaube, das widrige Design von Cookie-Bannern scheint eher nur die Spitze des Eisbergs zu symbolisieren. Wir sprechen dann von sogenannten Dark Patterns. Und die sind kein individuelles Problem mehr,
sondern eher ein systematisches Massenphänomen unserer digitalen Welt, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Dark Patterns sind keine Grundlage für gute Nutzerentscheidungen. Dark Patterns beeinflussen Nutzer von außen oder sollen sie isolieren oder dazu bringen, Dinge zu tun, die sie wollen oder nicht wollen oder nicht brauchen. Es gibt eben eine Reihe an Methoden, über die wir immer mal wieder stolpern und gar nicht so richtig einordnen können. Und ich frage mich, wie kann das sein, wenn die Zentrierung des Nutzers und ihrer Bedürfnisse doch so vielversprechend erscheint? Warum gestalten wir so oft gegen ihn? Wie entscheiden wir uns für Entscheidungsarchitekturen? Und das wollte ich herausfinden. Ich wollte wissen, wie es sein kann, dass unsere Welt augenscheinlich so voller unternehmenszentrierter Anwendungen und Gestaltung steckt, wenn wir doch eigentlich um den Erfolg von Nutzerzentrierung wissen. Und kann es sein, dass nutzerorientierte Produkte in Wahrheit häufig gar nicht nutzerzentriert sind, sondern unternehmensorientiert? Nutzen wir die Erkenntnisse des Nutzers in Wahrheit gegen ihn? Es gibt tatsächlich eine amerikanische Studie, die ich später nochmal in der Quelle verweisen würde, die zeigt, dass die herausgefunden hat, dass Designstudentinnen, eine amerikanische Studie mit Designstudenten hat herausgefunden, dass die Teilnehmer häufig menschliche Werte in ihre Entscheidungsfindung mit einfließen lassen, um stakeholderorientierte Ergebnisse zu erzielen, selbst wenn ihre Arbeit nutzerzentriert begonnen hat. Das heißt, ich habe auf Basis der Erkenntnisse eine Nutzerpräferenz und entscheide mich am Ende doch für die Stakeholderpräferenz. Und ich halte das für einen nachvollziehbaren alltäglichen Designalltag. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich, gibt es auch UX-Normen oder auch Richtlinien wie die DSGVO, aber die scheinen mir ehrlicherweise in der Praxis oft an ihre Grenzen zu kommen. Sowohl durch die Kontextabhängigkeit als aber auch in Form der Kontrolle. Ich frage mich als Designer, soll diese Studie andeuten, dass wir moralisch schlechte Designer, Entwickler oder Menschen sind? Was ist eigentlich die Grundlage für ethische Entscheidungen, für Entscheidungsarchitekturen? Wo liegt das Spannungsfeld für gute Entscheidungen? Wo sind die Grenzen zwischen Nutzerzentrierung und Stakeholderinteressen? Und gibt es moralische Leitplanken? Ich stelle mir dann vor, wenn ich einen Spielplatz gestalten würde, kann ich auf diesem Spielplatz machen, was ich möchte? Kann ich dort Schaukeln installieren? Kann ich da Rutschen bauen? Oder ist es vielleicht sogar ein Freizeitpark? Ich weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht mal früher Rollercoaster Tycoon gespielt hat, in dem man theoretisch auch einfach mal eine Schiene entfernen kann. Ich frage mich, was ist einfach das Setting, in dem wir Nutzer beeinflussen dürfen? Und es gibt eine gute Nachricht. Ich habe bei einer sehr validen Quelle nachgeschaut, bei Wikipedia, und unter dem Artikel unter der Kategorie Gegenmaßnahmen gibt es tatsächlich eine Ankündigung der EU, die Ankündigung. Ja, jetzt höre ich mich wieder. Ein Artikel der EU, die tatsächlich ankündigt, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ja, als pfiffiger Designer würde ich sagen, liebe Europäische Union, you underestimate my power. Ich glaube, ich bin schneller. Es gibt viele wissenschaftliche Ansätze zum Umgang mit Dark Pattern. Aber die werfen für mich irgendwie nur zahlreiche weitere Fragestellungen auf, sowohl ethischer, kultureller Natur, technischer Natur. Und das ist mir irgendwie alles zu theoretisch. Aus meiner Sicht wird sich daher viel zu sehr auf die Symptombekämpfung konzentriert. Und ich glaube nicht, dass wir moralisch schlechte Menschen sind. Im Gegenteil. Ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir kennen die Methoden und Techniken nicht. Ich bin überzeugt, dass wir das Beste für unsere Nutzer wollen. Ich bin überzeugt, dass wir genau die Richtigen für den Job sind. Ihr wisst aus Erfahrung, was die Erfolgsfaktoren für gute Nutzerentscheidungen sein können. Deswegen lasst es uns nicht zu theoretisch aufziehen, lasst es uns wirklich hands-on angehen. Ich glaube, dass Softwareentwicklung und UX immer der Erfolg einer Teamleistung ist.
Und wir arbeiten in unterschiedlichen Organisationen, wir arbeiten in Startups, in Konzernen, und Organisationen verändern sich, Märkte verändern sich, Geschäftsziele verändern sich, Teams verändern sich. Manche arbeiten agil, manche ein bisschen agil, manche überhaupt nicht agil. Und die Frage ist, wo ist da überhaupt Zeit, über sowas nachzudenken? Unsere zeitlichen Ressourcen sind begrenzt und Begriffe wie Ethical Design lädt jetzt auch nicht unbedingt jeden CEO dazu ein, sich tiefer mit ethischen Fragen seiner UX-Architektur auseinanderzusetzen. So Wörter wie Ethik, UX und Gamification bringen eh schon einen Bias mit sich. Das sind dann auf einer C-Level-Ebene oft fancy Themen, aber die sind dann doch noch nicht so geschäftsrelevant. Deswegen halte ich den Weg für eine bekennende Transformation zu einem holistischen UX-Verständnis für diese Themen eher für weniger zielführend oder eher für die Ausnahme. Darum sehe ich diese Erfolgsfaktoren eher als heimlich. Ich glaube, dass sich das heimliche Potenzial ist, was ich sehe, in jedem von uns liegt, auf der kulturellen Ebene. Denn jeder von uns hat die Chance, die Basis für bessere Nutzerentscheidungen jeden Tag zu setzen. Und ich glaube, der Schritt 1 ist tatsächlich, diese Praktiken zu identifizieren. Ich glaube, dass wir eben sehr häufig einen gewissen Silo-Wissens in den Organisationen haben. Der eine kennt sich in dem Bereich Gamification etwas besser aus, der andere im Bereich Marketing, vielleicht im Bereich Nudging. Und wir sind dann vielleicht schnell in dem Bereich, dass wir viele Buzzwords benutzen oder viel über Themen sprechen und wir glauben, dass wir das Gleiche meinen. Aber tatsächlich sprechen wir vielleicht aneinander vorbei. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich vielleicht eine gewisse Zahl in einem Teil des Funnels an einer sehr hoch verankere und dadurch einen Priming-Effekt auslöse oder eben eine sehr niedrige Zahl mache. Und das sind, glaube ich, oft Mechanismen, denen wir uns im Team manchmal nicht holistisch oder zumindest nicht im Team oder in der gesamten Organisation bewusst sind. Ich glaube, dass viel weniger gute Entscheidungsarchitekturen oder Dark Pattern unidentifiziert bleiben. Oft überschneidet sich das eben alles und wir adaptieren sogenannte Best Practice der großen Player, ohne wirklich zu hinterfragen, was passiert da eigentlich wirklich. Deswegen ist meine Aufforderung tatsächlich, lasst uns über diese Patterns kommunizieren. Lasst uns mit den Stakeholdern darüber sprechen, was es bedeutet. Frag deinen Designer, frag deinen PO oder frag deinen Stakeholder, ob er das gleiche Verständnis von diesem Funnel hat, wie du es hast. Sind wir uns darüber im Klaren, welche Taktiken und welche Methoden wir da eigentlich zum Einsatz benutzen? Ich sehe den Erfolgsfaktor darin, dass wir als Team und als Organisation mehr über Mittel und Methoden kommunizieren, um eine Bewusstmachung für die eingesetzten Mechanismen erlauben. Und vielleicht bringt auch einfach mal was die Aussage, indem man sagt, hey, dein Design weist Züge von dunklen Mustern auf und lass das mal einfach nicht so machen. Ich glaube, das andere, und das ist eine steile These, sind bessere Entscheidungen statt gute Entscheidungen. Weniger gute Entscheidungen sind meistens extrinsisch gesteuert. Sie werden an den Nutzer von außen herangetragen und führen zu weniger Befriedigung beim Nutzer. In der Praxis lässt sich jedoch der extrinsische Bereich, lässt mich jedoch viel zu viel Spielraum. Was tatsächlich eine gute Nutzerentscheidung ist, ist kontextabhängig, absolut relativ. Solange wir als Team agieren, ist gut ein subjektiver Begriff und kann immer wieder anders ausgelegt werden, immer wieder anders interpretiert werden. Und was für dich vielleicht ein schwieriges Design ist, kann für deinen Kollegen aus der Marketingabteilung absolut zielführend sein. Deswegen sind gute Entscheidungen relativ. Und Dark Patterns könnten im Team also auch so genauso gut argumentiert werden. Darum lasst uns versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ein Nutzer trifft in jedem Fall bessere Entscheidungen, wenn sie intrinsisch motiviert sind, also aus Überzeugung getroffen werden. Fragt euch tatsächlich bei eurem Funnel oder bei eurer nächsten Entscheidung, trifft ein Nutzer diese Entscheidung gerne? Gibt ihm diese Entscheidung ein Gefühl von Freiheit? Wie fühlt sich das wohl an für den Nutzer nach dieser Entscheidung? Und für mich sehr entscheidend, würde der Nutzer diese Entscheidung nochmal wiederholen? Ich glaube, wenn ein Nutzer eine Entscheidung nochmal wiederholen würde,
dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass deine Entscheidungsarchitektur auf einem guten Weg ist. Der nächste Schritt, den ich für relevant halte, ist, die UX-Kompetenz in die Organisation zu tragen. Ich glaube, dass wir auch hier wieder das Thema mit dem Silo-Wissen haben. Und aus meiner Erfahrung nach spielen so Dinge wie UX-KPIs in Geschäftsmodellen eher noch eine untergeordnete bis keine Rolle. Es sind eher die Marketing-KPIs, die die Gegenwart im Alter, im Startup-Alltag bestimmen oder einfach für viele Geschäftsführer einfach auch greifbarer sind. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe hier daran besteht, sowohl aus der Produktseite als auch aus der UX-Seite UX-KPIs greifbarer zu machen und den wahren Wert greifbarer zu machen und mehr in die Mitte des Unternehmens zu rücken. Dass eben Marketing-KPIs so eine Relevanz haben, halte ich eher aus Produktperspektive eben auch keine gute Tendenz. Ich will damit eben nicht sagen, dass Marketing-KPIs unwichtig sind, aber vielmehr sollte eben ein gesundes Gleichgewicht hergestellt werden. Denn ich glaube, die Versuchung, sich zu Dark Pattern verleiten zu lassen, ist am größten, wenn das Produkt seine Markt- und Absatzgrenzen erreicht. Intrinsische Nutzerentscheidungen haben selten etwas mit kurzfristiger Befriedigung zu tun und wir müssen daran arbeiten, UX-KPIs mehr Relevanz in der Entwicklung von Geschäftsmodellen zukommen zu lassen. Die Chance, die ich sehe, ist die Verbreitung von User Stories im ganzen Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon mal User Stories gehört haben oder die meisten damit arbeiten. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. User Stories erlauben uns eben tiefer in die Situation unseres Nutzers einzutauchen. Allein das ist schon für viele außerhalb der Produktabteilung eine neue Herausforderung. Und ich glaube, das bringt auch für viele außerhalb der Produktabteilung neue Erkenntnisse mit sich. Letztlich ist es so, dass ja jede User Story einer gewissen Syntax unterliegt und die Perspektive des Nutzers einnimmt. Und den Schritt, den ich als nächstes eben sehe, ist, diese User Stories eben durch motivierende User Stories zu ergänzen. Also wenn ihr eine klassische User Story nehmt und euch fragt, als Rolle XY möchte ich das tun, um dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht schaut, dass ihr eben sozusagen eine motivierende Nutzer-User-Story auf einer zweiten Ebene ergänzt. Ihr könnt eben schauen, dass ihr damit wirklich die emotionale Ebene und das Gefühl adressiert, was der Nutzer in diesem Moment erleben soll. Es gibt da ein ganz spannendes Pattern zu und das liefert eben eine Vorlage, wie euer Nutzer sich danach fühlen soll. Ich glaube, dass das gerade für wichtige Entscheidungen im Funnel ein spannender Ansatz sein kann, neue Wege herauszufinden, neue Motive herauszufinden und auch zu benennen, was wir eigentlich mit dem Nutzer in diesem Moment erreichen wollen. Und eine spannende Grundlage sein kann für neue KPIs, die wir definieren können, die wir herausfinden können. Ich glaube, es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man sagt, naja, ich glaube, lieber CEO, ich möchte, dass wir das Vertrauen unseres Nutzers an dieser Stelle stärken. Aber wie wollen wir das denn machen? Und ich glaube, eine User Story kann auch einem CEO helfen, die Perspektive einzunehmen. Aber gerade diese motivierenden User Stories erlauben uns eben dann auch sozusagen genau das messbar zu machen. Wir können dann in Reviews und in Interviews nachvollziehen, hat sich dieses Gefühl wirklich eingestellt? Oder über was sprechen wir da tatsächlich? Und ist denn nicht tatsächlich Vertrauen an dieser Stelle viel, viel entscheidender als eine erhöhte Conversion Rate von 0,3%? Und das sind so Mechanismen, von denen ich glaube, dass sie Chancen aufbieten. Und last but not least, ich glaube letztendlich bei dem ganzen Thema Dark Pattern geht es um eine wirkliche Sache und zwar um unser Why. Wir können tatsächlich darauf warten, dass gewisse Themen von außen immer mehr reguliert werden. Durch die DSGVO, durch Normen oder gewisse andere Verordnungen, durch die EU, die einfach manipulierende Mechanismen irgendwann einschränken werden.
Aber der Grat dieses Spannungsfeldes ist so schmal und ich glaube, dass dieses Potenzial der Möglichkeiten eigentlich so bahnbrechend ist, dass ich es für schade halten würde, wenn es von außen reguliert werden müsste. Denn ich glaube, wir haben jetzt die Chance, tatsächlich mit der Entwicklung von digitalen Produkten wirklich weltverändernde Software zu lösen. Ich glaube, wir sind in der Lage dazu, viele große Probleme unserer Zeit anzugehen. Aber wir müssen aufhören, rein, ich sag mal, kapitalistisch getriebene Produkte zu bauen. Wir müssen den Nutzer wieder in den Mittelpunkt setzen. Und wir müssen unterscheiden, bauen wir jetzt gerade für die Organisation oder bauen wir jetzt gerade für den Nutzer? Und ich glaube eben daran, dass wer Gutes will und sein Why kennt, der wird auch Gutes tun. Und wir sind in der komfortablen Lage, dass wir, glaube ich, mehr Entwickler oder zu mehr Herausforderungen haben, als wir Entwickler und Designer haben. Und wir können uns, glaube ich, ein ganz weites Stück aussuchen können, oder wir können uns unsere Arbeit ein ganz weites Stück selbst aussuchen. Deswegen, wenn ihr für das Gute arbeiten wollt und wenn ihr weltverändernde Produkte bauen wollt, dann macht es nicht mit. Dann lasst euch nicht auf diese dunklen Muster ein. Erkennt das, kennt euer Why und übernehmt die Verantwortung, weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Herausforderung unserer Zeit lösen kann und wir sitzen am längeren Hebel. Also möchte ich euch damit entlassen, vielleicht mit der Frage, wie nutzerzentriert seid ihr wirklich und wann seid ihr stakeholderorientiert? Vielen Dank.